Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Emma Doppel-T und ihr schaut Ö4 TV. Wow! Hallo und herzlich willkommen bei Ö4 TV. Wir sitzen heute mit Rapper Emma Doppel-T in Maiera in Wien beim Alpha Omega Release Party. Servus Doppler, wie geht's da? Wunderbar. Sehr schön. Back to the Roots. Wie hat es mit dir angefangen mit Hip-Hop, Rap? Wie bist du dazu gekommen? Zu Rap und Hip-Hop, wie ich dazu gekommen bin? Gute Frage. Wunderständige Fragen, Alter. Wo machen wir gleich 10 Minuten? Antworten. Danke schon mal. Gib mir's bitte. Wie bin ich zu Rap gekommen? Das war Zufall. Einfach ein Freund von meinem Bruder, ich habe einen wesentlich älteren Bruder und ein Freund von ihm, der war halt DJ. Und so bin ich einfach als Gstermel damit in Berührung gekommen, dass ich halt gesehen habe, wie die Burschen auflegen und das hat mich halt fasziniert, weißt du, wie das ist beim 8-Jährigen oder so, der halt sieht, was die großen Jungs machen und das auch machen will. Und so bin ich dann eigentlich mit dem Berührung gekommen und zum Schreiben habe ich dann irgendwann einfach angefangen. Das hat sich irgendwie so ergeben. Es war auch sicher, ich sage immer, es ist Zufall gewesen. Es hätte genauso, wenn derjenige, diese Bezugsperson, Rocker gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich, wäre ich Rock'n'Roller geworden oder so. Oder so. Seit wann release du dann die Sachen? 2002 ist meine erste Single rausgekommen, 2004 mein erstes Album, jetzt haben wir 2014 und das ist mein 7. oder 8. Album. Sehr geil. Was inspiriert euch eigentlich, Musik zu machen? Alles, was im Leben um mich herum passiert. Deine letzten drei Releases, und zwar das Chew-Album, Moment Mixtape und das Alpha Omega Album, sind for free rausgekommen? Ja. Warum genau als Free Download? Also, warum for free rausbringen? Ich habe eigentlich, kennst du Dom Kennedy? Sagt er das was? Der Rapper? Ja. So ein LA-Rapper und der war eigentlich aus meiner Wahrnehmung, der erste, der so ein komplettes Album for free über seine Homepage rausgehauen hat. Und ich habe mal das runtergezogen und habe eigentlich, hätte das nicht gemacht, hätte ich den wahrscheinlich nie entdeckt. Und das hat mir taugt und der hat das dann ein Jahr später beim nächsten Album wieder gemacht. So, okay. Ja. Und irgendwann. Aber es war wirklich das erste Mal, dass es so aufgebaut war, dass es nicht über eine externe Seite war, so wie deadpiff.com oder so, sondern über die offizielle Homepage von dem Rapper bist du eigentlich gut bedient worden einfach. Ja. Du hast ein gutes Bild von dem Künstler machen können. Es ist ja irgendwie näher für die Fans, oder? Ja, es ist einfach, ich habe einfach gedacht, okay, mehr Leute erreichen, weil jetzt in Vertrieb zu bringen, schau, du verdienst genauso nichts, also ob ich jetzt free rausbringe oder 1000 CDs, wir sind schon ein Label, einfach den Vertriebsweg gehen, verdienen beides null, erreichen weniger Leute, wenn du eine CD machst, weil einfach, wie viele Leute kaufen eine CD in Österreich? 500, vielleicht 1000, wenn du Glück hast, aber also ich weiß, bei mir wären es jetzt wahrscheinlich ein paar hundert, wenn ich Glück habe. Und das dritte ist, das weiß ich nicht mehr, aber es gab drei Gründe, weil wir gesprochen haben. So. Das gleiche Album, Alpha Omega, ist Anfang April erschienen. Yes. Haben wir ein paar Infos aus. Producer, Features. Ist komplett produziert vom Karl Charle. Also es gibt nur einen Produzenten, das ist der Karl Charle. Es ist das erste Album, das ich komplett nur mit einem Produzenten mache. Okay. Und mit Karl Charle habe ich begonnen, Musik zu machen. Also das war mein erster Produzent oder der erste Typ, mit dem ich über fremde Beats halt gerappt habe. Und wie gesagt, meine erste Single, die 2002 rausgekommen ist, Hip-Hop ist lebendig, da war die B-Seite von ihm produziert. Auf meinem ersten Album war die Hälfte von ihm produziert, ein bisschen mehr, 60-70% so fast. Und auf den nächsten Alben dann immer ein bisschen was. Und jetzt haben wir uns einfach wieder 2012 oder so, haben wir immer Kontakt gehabt miteinander, aber es war so, dass er hat ein neues Studio gebaut und wir haben einfach wieder den Draht zusammen, passt, wir machen jetzt ein Album miteinander. So nach 10 Jahren. Und weißt du, wenn du mit jemandem beginnst, Musik zu machen, dann hast du einfach mit dem ein spezielles Verhältnis. Und das öffnet in dir, jetzt in meinem Fall als Rapper, Themen, da merke ich einfach, dass der Knopf mehr aufgeht als woanders. Mehr Infos zu Emma Doppel-T gibt's wo? Auf www.emmadoppelt.com. Wie gesagt, auf meiner Facebook und so weiter sowieso auch. Twitter habe ich auch einen Account, aber den checke ich recht unregelmäßig. Aber dafür bin ich zu alt. Aber auf meiner Homepage, die ist wirklich so aufgebaut. Ich weiß, es ist irgendwie die Leute heutzutage schauen schon nicht nur auf Homepages, aber
schaut sich das an, es ist in der Musiksection, gibt es gleich mal 4 Alben, also es ist so aufgebaut, dass ihr wirklich euch ein Bild drüber machen könnt, was ich will und einfach sofort was bekommt. Und wenn ihr euch da was runterladet, tut mir den Gefallen und teilt das Album nicht weiter auf irgendwelchen Plattformen und so, sondern sagt es euren Leuten oder teilt den Link von meiner Homepage, genau, weil das wäre cool. Das ist das Einzige, was ich will von euch dafür. Sehr schön. Abschließende Worte an deine Fans, unsere Zuschauer? Ja, danke vielmals fürs Vorbeischauen, danke für das Musikhören und fürs Verbreiten und wenn euch ein Rapper oder ein Künstler taugt, dann unterstützt ihn. Schreibt ihm das, sagt ihm das, kauft die Sachen, wo man was kaufen kann, egal ob es eine Eintrittskarte ist oder mal eine CD oder ein T-Shirt, weil ja, wir sind Leute, die das in ihrer Freizeit machen und weil sie dedicated sind und weil sie einfach Lust drauf haben und wir machen es gerne. Aber es wäre schön, wenn ihr euch auch gerne dafür erkenntlich zeigt. Seid Fans und nicht irgendwelche Hansel. Genau, sehr schön. Passt. Danke. Dankeschön. Ich danke euch fürs Kommen. Viert euch, Baba. Servus.